ein Schatz, Gordon. Ich wollte heute mal mit Lili anfangen. Tötet ihn schnell, wenn ihr seine Leute anstreichen möchtet. Ja. Schlag. Großartig. Genießt euren Held. Das wird großartig. Wow, ich habe mich jetzt noch gar nicht mit den Updates beschäftigt, nur gerade mit den Angriffen. Worauf wartet ihr noch? Schneeblendender Wind. Schneeblendender Wind auf zwei Gegner in der Nähe, wobei Helden Priorität erhalten und schaffen die den Schaden für viele Minuten. Ach ja, erhöhe ich einfach mal die Reichweite. Obwohl ich die gerade noch gar nicht einsetzen kann. Ich habe gerade keine Ahnung. So, das Zeug geht automatisch. Das ist natürlich sehr interessant. Das greift alles automatisch an. Das ist ja richtig cool. Ich bin gerade etwas... Okay. Jetzt weiß ich, warum man mit Lili so viel heilen kann. Ein Drache, okay. Klar. Das ergibt Sinn. Ja. Das war aber brutal. Okay, ich bin. Wow, ich bin gerade. Im Ernst, ob das die Nachwirkungen von gestern sind, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist einfach nur... Wow. Also... Ich bin gerade echt verwirrt, wie schnell und gut man hier mit Lili spielen kann. Ich habe einfach keine Ahnung, wie das hier jetzt genauer... um 50%. Wir fehlen in der nächsten Zeit in aller automatischen Angriff. Dann würde ich schon mal sagen. Nehmt euch in Acht. Oh, ich hätte mich zwischendurch mal heilen können. Jetzt der blendende Wind trifft jetzt mehr Leute. Das ist schon mal richtig gut. Weil, damit kann ich noch mal mehr Leute mehr Leute gleichzeitig angreifen. Das ist immer praktisch. Das einzige Problem ist jetzt eben, dass mir die Mana ausgeht. Das ist ein wenig blöd. Wow, ich bin gerade... Was wirklich an den Nachwirkungen von gestern liegt? Was haben die auch? Ne, die haben Uther als Healer. Was zum? Nee, so. Okay. Ja, das Problem ist jetzt gerade eben, dass ich immer noch nicht allzu viel an Dings hab. Mana, ich muss. Alter, wieso bin ich gerade so verwirrt? Oh. Ja. Ich bin unterwegs. Und ich hoffe, ich krieg das jetzt auch hin. Ja.
lass mich das mal kurz holen. Lass mir mal kurz die Zeit. Ah, scheiße. Alter. Okay, nicht gut. Nicht gut. Doppelkill. Oh, cool. Das ist sehr cool. Verringert die Lebensstrafe-Betäubung, wie ich weiter Einsätze von Hallen kostet weniger Mana. Lang um 10. Dieser Effekt ist nicht stapelbar. Was verringert nach Einsatz von Hallen das Gebräu, dessen Mana kosten? 6 Sekunden lang um 10. Aha. Heilendes Gebräu steht zusätzlich im Verlauf von 6 Sekunden. Wow, ich stehe jetzt die ganze Zeit hier und mache nichts. Ich bin gerade, wow, also irgendwie bin ich gerade immer noch ein bisschen, ja, verwirrt. So. Halt zusätzlich über Zeit, ach so, ja. Oder springt auf 3 Gegner über. Ich glaube, ich mache das über Zeit noch. Das hilft dann wohl ein wenig mehr. Seht mal, ein Blümchen. Wow, die anderen haben jetzt 2 von den Tributdingern. Das ist natürlich blöd. Doch mal, dass wir jetzt hier ein bisschen was reißen können. Auch wenn ich nicht sonderlich gut bin im Endeffekt. Ja, ist ja gut. Wir sind auch gerade dran. Sehen uns noch einen Weg hier. Solltet ihr euch beeilen. Ja, schön. Ja, dieses Tor gleich auch. Hoffe ich zumindest. Oh nein, 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 nein. Etwas übertrieben. Oh verdammt. Oh verdammt. Das ist jetzt gerade ein bisschen blöd, dass Trail da noch ankam. So, jetzt teleportiere ich mir erstmal zurück. Und genau, dieses Fass brauche ich. Das Schicksal verlangt den Tod dieses Helden. Dann wollen wir doch mal. Alles klar. Gut gemacht. Wo haben wir sie denn? Da porten sich welche weg. Geht doch nur vorübergehend. Okay. Oh, die greifen jetzt mittig an. Das ist natürlich das ist nicht so cool. Rekrutieren. Meinst du? Ich stehe in eurer Schule. Oh Mann, diese Wärme macht einen total fertig. Man kann einfach nichts dagegen tun. Oh Mann. So ätzend. So. Was denn jetzt mit... Klar.
klar. Moment, die Söldner unterstützen wäre eigentlich ganz geil, wenn wir denn jetzt nicht welche aufhalten müssten. Kommen die Frontbrecher. So. Okay. Schwede. Als ob ich auf dem Schlauch stehen würde. Das ist gerade echt ein bisschen nervig. Ach so, oh. Ja, das war. Das scheint mir doch etwas übertrieben. Zum vom Block nach dem Flip. Die Aufladung halt zu lang an, vorhin Es ist ein Vergnügen zuzusehen, wie die Gänsefugel So. 2 Sekunden lang um 25% verlangsamt meine Gegner. Das wäre. Das ist auch noch eine schöne Hilfe. Ich bin unterwegs. Allerdings sind die anderen jetzt zu spät, würde ich fast schon sagen. Danke. Ja, doch, direkter Angriff. Schön. Ja, Troll. Gegner getötet. Ich liebe Abenteuer. Das hat Spaß gemacht. Geht das dadurch schneller? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall cool. So. Seht mal, ein Blümchen. Da mache ich mich doch mal auf den Rückweg zusammen mit den ganzen anderen. So Leute, jetzt könnt ihr, wie ihr wollt. Ich möchte eigentlich meine R-Attacke wieder. Das war irgendwie blöd, weil ich mich gerade nicht mehr gesehen habe in dem ganzen Gebüsel da. Aber naja. Aber immerhin, meine KD ist nicht ganz so schrecklich, wie ich mir das vorher gedacht habe. Und naja, mit dem Heilen bin ich nicht gut, aber das habe ich auch nicht unbedingt erwartet. Aber muss man auch sehen, ich habe auch schon ein bisschen was an EP gesammelt. Klar, jetzt immer weniger, weil ich jetzt mehr heilen muss. Aber oh Scheiße. Was ist denn das da drüben? Nee, ich bin ja Supporter. Shit. Habe ich ganz vergessen, dass ich eher Supporter bin als was weiß ich. Okay. Oh, nicht nah genug dran. Ihr solltet euch als zwei Verbündete sein. Ach, zwei Gegner ist besser. Zwei Mitspieler so rum. Ist viel besser. Dadurch kann man dann eben auch mehr erreichen im Endeffekt. So. Damit die sich da nicht gleich nicht mehr drauf stürzen. Verdammt. So ein Mist aber auch. So.
wollen wir doch mal sehen, dass wir hier ein bisschen zurückkommen. So. Anscheinend ist der Dings weg. Was recht hilfreich ist. Also ist. Ah, da hinten rennt er rum. Was machen wir mit dem? Was machen wir mit dem? Na gut. Immer wieder mal heilen. Und dann geht das auch. Ja, der kann sich natürlich instant in den Wolf verwandeln. Das ist natürlich immer ein bisschen nervig für mich dann, aber... Naja. Warum war ich... Ist nervig für mich in dem Sinne, weil ich dann nicht hinter ihm herkomme. So richtig. Deshalb... Seht mal, ein Blümchen. Ich würde mal sagen, ich muss mich mal hier um Tissada kümmern. Tötet diesen Helden, schnell! Oder auch nicht. Scheiße. Wir haben ein Problem. Ich habe auch ein Problem, ja. Doch, irgendwie schon. So, eine Schlange zur Verteidigung. Ein bisschen Heilung. Gut getötet. Schön in eine Falle gelockt. Das haben sie verdient. Ach ja. Wir sollten diese Eieieiei. Ach was, den Boss wollt ihr haben? Oh, da muss ich natürlich jetzt als Supporter. Ich muss mal gucken, ob ich da in die Nähe komme. Ihr habt den. Verdammt. Ich verlange Tribut. Gut getötet. So. Ich danke euch für eure Hilfe. Wollen wir doch mal zusehen, was der hier. Oh, sollte vielleicht. Nicht unbedingt in Reichweite der Erschütterung sein. Mal heilen. Noch ein wenig heilen. Ich will noch eine Schlange verpassen. Schön. So, dann helfe ich mal den. So. Was macht Tyrell hier? Schlange ist auch Fernkampf, oder wie? Nein! Scheiße! Ist der... Oh, zum Glück ist unser Dings nicht davon betroffen. Das wäre ja noch was. Oh, jetzt bin ich auch da reingefroren. Das ist natürlich blöd. Nein, nein, nein. Verdammt. Das war jetzt dumm. Schlecht, aber... Nun ja. Okay, der Boss geht gerade da hinten hin. Ne? Wir müssen aber uns erstmal hier ein bisschen verteidigen. Gegen ihre Festung. Hm? Wir machen gleich den Boss fertig. Ist ein bisschen blöd, der hätte eine bessere Bahn haben müssen. Oder eine freiere Bahn haben müssen, damit das besser funktioniert. Zerstört die feindliche Zitadelle. Und die untere Lane? Okay. Oh Mann, wieso brauche ich so lange? Und wieso ist mein Hirn immer noch Matsch? Ich glaube es einfach nicht. Ich kann mich kaum konzentrieren. Das ist total abartig. Ich meine, könnte an der Hitze liegen oder an der gestrigen Nacht, aber.
Naja. Ich hoffe mal, ganz so schlimm ist es nicht, dass ich jetzt hier den ganzen Tag noch so rumhänge. Wer bitte schlägt ein kleines Mädchen? Oh, die ist doch ein Mädchen. So, wollen wir doch mal sehen, was wir hier so anstellen können. So, okay, erstmal die hier zerlegen. Tribut für mich. Mit heilen und nochmal den Wirbelwind. Wow, mittlerweile habe ich 11.000 an EP zusammen. Das ist ziemlich viel. So an sich. Was ist denn hier unten los? Sammle den Tribut ein. Scheiße. Betäuben die mich auch noch hier unglaublich. Danke für die Hilfe. Der rennt einfach an mir vorbei, dieser Drecksack. Was soll denn der Scheiß? Unglaublich. Rennt der einfach an mir vorbei. Halleluja. Mann. Wir müssen unbedingt... Wir hätten jetzt ein Söldnerlager gebraucht zu dem Zeitpunkt. Zerstört die feindliche Zitadelle. Scheiße, wieso der Boss? Nein, eigentlich wollte ich die Frontbrecher haben. Aber das dauert natürlich. Das ist natürlich immer blöd. Komm weiter. Meine Fresse, wir haben gerade den Fluch auf unserer Seite. Da müsste es viel einfacher gehen und wir müssen EP sammeln, wie bescheuert. Tun wir eigentlich auch gerade. Puh, jetzt ist die Frage, würde ich ein Frontbrecher-Camp schaffen? Nee. Der Fluch sei aufgehoben, bis wieder jemand meine Kunst erringt. Nee. Frontbrecher-Camp kriege ich nicht alleine. Ich kriege ja wahrscheinlich nicht mal die Riesen alleine hin mit Livy. Festung eingestampft. Klar. So. Rechtzeitig. So, dann wollten wir doch mal heilen. Schön, ich sollte mich allerdings ein wenig raushalten. So. Schick. Ich und Zara noch mal ein bisschen heilen, den dazu bringen, dass er verfehlt. Das wird großartig. Mir selbst die Schlange verpassen. Praktische Nummer. Oh, Glück gehabt. Moment, wieso ist der 50-50? Klingt nach Spaß. Hopsala. Das werde ich wohl eher weniger überstehen, nehme ich mal an. Scheiße. Geliefert. Ja. War ein bisschen blöd. War ein wenig blöd, ja. 9 zu 5. Naja, so schrecklich ist es auch nicht. Kriege ich schon irgendwie hin. Dann haben sie jetzt hier die Frontbrecher, haben sie losgeschickt. Allerdings bräuchten wir einen Fluch, um das mal effektiv nutzen zu können. alle pingen jetzt die Dings an, das ist sehr interessant. Wenn wir Glück haben, ist Trell da momentan so lange allein, dass er sich das schnappen kann. Wenn nicht, naja. Jemand muss unserem Verbündeten helfen. Ach ja. Oh Mann, ich müsste mich mal mit
da oben die obere Lane lang kämpfen. Alles klar. Ich danke. Wir sollten diese Söldner rekrutieren. Ja, sollten wir. Hast du eine Schlange? Eine Heilung von meinen Kollegen. Und jetzt kann ich noch hier oben ein bisschen weitermachen. Dann kann ich. Die Frage: Zitadelle. Oh, ich sollte vielleicht als. Nein. Als Supporter sollte ich vielleicht ein wenig zurück. Das wäre eine Maßnahme, die wäre wahrscheinlich sehr intelligent. Von daher. Hauptsache möglichst viel Heilung. Vielleicht kriegen wir sie ja. Nein. Verdammt. Ich hat's. Oh Mann. Ich bin so. Ich weiß nicht. 5 gegen 4. Ja? Interessant. Jetzt haben sie Sonja fertig gemacht. Und mit ein bisschen Glück kriegen sie jetzt auch noch Uther, wie auch immer. Das wäre auch nochmal schön. Was sehr interessant ist, ich habe mehr EP zusammen als der andere Healer. Obwohl es auch nicht wesentlich mehr ist, aber insgesamt auch mehr Schaden jeweils. Also kann man mit einem Healer schon irgendwie Schaden anrichten. Ist sehr interessant, ja. Gut, zerstört. Ich glaube, ihr schuldet mir Tribut. Eieieiei. Nein. Ich bin unterwegs. Ich habe noch 2 Sekunden und dann wird ein Gegner da sein. Nein, doch noch nicht. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir das hier vielleicht nicht irgendwie eingesammelt kriegen. Schön. Lass dich doch heilen, bevor du wegrennst hier. Okay. Liebe Güte. Alles klar. Schön. So. Wie wär's mit ein bisschen Heilung? Wow, ich hab mich getötet. Wie cool ist das denn? So, gut. Ich muss heilen, ganz viel. Und hey, ich habe gewonnen mit einem Supporter mit 12 zu 6. Sehr schön. Hat daran wirklich niemand gezweifelt.